Hallo meine Lieben, hier bin ich bei Sebastian in der Wohngruppe. Zuerst Interviewtour. Wie ihr wisst, hatte ich gerade eine Interview. Genau. Viel Spaß. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, ich bin der Sebastian, bin 34 Jahre alt, wohne hier schon seit 12 Jahren und mir gefällt das hier sehr gut. Ja, das sieht auch sehr freundlich aus. Dankeschön. Dein Zimmer und so. Voll nice. Ja, dankeschön. Ja, was ist dein Hobby? So, wenn ich fragen darf. Meine Hobbys, also ich bin ein sehr vielseitig interessierter Mensch. Meine Hobbys sind so Sport. Also Sport mache ich sehr gerne. Ich gehe gern aus ins Kino und so weiter. Gehe auch gern in die Kufa. Bin dort regelmäßig. Was ist das? Das ist eine Diskothek hier in Krefeld. Da werden regelmäßig Veranstaltungen angeboten, wie eine Single-Party und so, wo man denn mal hingeht. Da muss ich ja mal mitgehen, Leute. Freue mich, dass du zu diesem Interview hier so bereit bist. Ja. Freut mich sehr. Danke, gleichfalls. Wir kennen uns nämlich von der Schreibwerkstatt. Genau. Ja, das war voll nice. Das ist, glaube ich, ein Jahr her oder so. Kann sein, ja. Ein, zwei Jahre ist es, glaube ich, her. Ja. Magst du dich so als Mensch, so wie du bist? Oder würdest du gerne jemand anders sein? Ich mag mich so als Mensch, wie ich bin. Ich bin sehr selbstbewusst und ich bin eigentlich sehr, sehr offen, wenn ich ein gutes Gefühl habe. Aber wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dann hinterfrage ich mich manchmal selber. Und, genau, gehen wir auch so. Dann hinterfrage ich mich manchmal selber und bin manchmal etwas kritisch. Ja. Ne? Wo arbeitest du denn? Ich arbeite im Heilpädagogischen Zentrum, mache dort Zentraltätigkeiten, das heißt, ich leite Anrufe weiter, mache Kundenbetreuung und ja, das heißt, dass man gucken muss, dass wenn Ware ankommt, dass die weitergeleitet wird in die jeweilige Abteilung und sowas. Ist voll nice dann. Ist voll eine anspruchsvolle Arbeit dann. Das ist eine Arbeit, da wird man kognitiv sehr gefordert. Vielleicht muss ich hier in Krefeld anfangen, halt zu arbeiten. Und was machst du gerne in deiner Freizeit? Ja, wie gesagt, ich höre auch gern Musik und beschäftige mich mit wissenschaftlichen Themen, wie zum Beispiel jetzt irgendwie, wie sieht die Fortbewegung der Zukunft aus? Genau. Wir hatten ja schon mal teilweise so ein Thema autonomes Fahren. Ne, das ist ein sehr komplexes Thema, autonomes Fahren. Das ist auch sehr politisch, sehr umstritten, ne, weil der Mensch gibt die Verantwortung an das Fahrzeug ab. Und in dem Moment, das wird auch kommen, irgendwann wird der Mensch zum Passagier. Das heißt, irgendwann wird das Fahrzeug alles entscheiden. Das ist ein umstrittenes Thema, sage ich jetzt mal. Autonomes Fahren ist auch sehr interessant. Ja, jetzt komme ich zu meiner nächsten Frage. Ja. Was würdest du tun, wenn du nur einen Tag zu leben hättest? Oh, das ist eine Frage. Ich würde wahrscheinlich so ein bisschen über die Stränge schlagen. Ich würde wahrscheinlich ins Kino gehen, eine Nacht oder so. Oder, was weiß ich, eine Nacht durchfeiern nochmal. Alles Sachen tun, die man, wenn man es nicht wissen würde, die man dann nicht tun würde. Alles, was Spaß macht irgendwie. Alles nochmal mitnehmen. Ja, würde ich auch so machen, Leute. Und was würdest du gerne für ein Tier sein? Ein Tier? Ja, ich würde gerne eine Raubkatze sein. Raubkatze wäre schon nicht schlecht, ja. Ein Adler wäre nicht schlecht oder so. Genau. Ein Greifvogel. Ja. Was würdest du tun, wenn du nur 100 Jahre alt werden könntest? Wenn ich nur 100 Jahre alt werden könnte? Ja. Das wäre ja schon ein gutes Alter. Genau. Ich denke, dann hätte ich alles erreicht und dann hätte ich auch wirklich gelebt, wenn ich 100 Jahre alt bin. Ja, super, Leute. Ihr müsst leben, das Leben ist so kurz. Genau. Genau. Das Leben ist so kurz, das sage ich mir auch immer.
Und was würdest du jetzt tun, wenn du mit deinen liebsten Freunden streitetest und die Situation nochmal erleben könntest? Würdest du dann alles anders machen? Ich würde dann alles anders machen. Ich würde den Streit versuchen zu schlichten, so gut es geht, dass man auf eine Meinung kommt. Das würde ich zum Beispiel machen. Wie findest du das Leben in allgemein? Wie ich das Leben finde? Ja. Also ich finde es manchmal ein bisschen abstrakt, muss ich ehrlich sagen. Weil das Leben hat ja ganz viele Facetten und gerade so als Mensch mit Behinderung, da muss man doch sehr viel, auch manchmal sehr viel Vertrauen schöpfen. Ja, in der Politik zum Beispiel. Ja. Na Leute, die Politik. Wir schaffen das. Ja. Und was würdest du tun, wenn du die Welt verändern könntest, so ad hoc? Okay, was ich dann tun würde, ich würde gucken, dass jeder gleich viel Geld bekommt, dass keiner mehr arm ist und so weiter. Ja. Ich würde gucken, wie gesagt, dass es mit Straßenverkehr besser wird, dass wir einen besseren Verkehrsfluss haben und dass die Luft sauberer wird und all sowas. Genau. Das würde ich machen. Ja, was würdest du gerne ein anderer Mensch sein oder magst du dich so, wie du bist? Ich mag mich so, wie ich bin. Was würdest du gerne noch erreichen in der Welt? So für mich? Oh, da gibt's vieles, was ich gerne erreichen würde. Vieles ist wahrscheinlich auch gar nicht realistisch. Aber man darf ja auch Träume haben. Genau. Hast du eine Besonderheit, Sebastian? Also, meine Besonderheit, ich habe eine sehr gute Empathie. Ich kann mich gut in Menschen reinversetzen. Ja, ich auch. Magst du dich eben mit drei Worten beschreiben? Ich bin selbstbewusst, ich bin zuverlässig und charakterstark. Ja, was würdest du gerne noch in der Natur verändern? Ich würde die Natur so verändern, dass das Gleichgewicht wieder hergestellt ist. Ja, ne? Ne? Das ist ja momentan sehr problematisch. Das ne? Klimawandel, ne? Klimawandel ist ein großes Thema, was mir Sorgen bereitet. Ne? Ja. Wie sieht denn dein Lieblingstag aus, Sebastian? Mein Lieblingstag, der ist immer Freitag. Ja. Weil dann habe ich 2 Tage frei, dann weiß ich, ich kann relaxen und so weiter. Das ist ein ganz toller Tag, der Freitag. Ja, genau. Magst du uns noch verraten, welche Behinderung du hast? Ich habe einen Sauerstoffmangel im Mutterleib erlitten. Wie ich. Und ja, dadurch habe ich eben halt eine Spastik in den Beinen. Bin aber soweit kognitiv recht fit. Ja. Ne? Ich hoffe, das merkt man auch. Ja, voll nice, ey. Was würdest du unseren Zuschauern gerne noch auf den Weg geben? Ja, liebe Zuschauer, ich sage euch, seid selbstbewusst, lasst euch von niemandem was vorschreiben und bleibt bei euch. Jo, was geht? Voll nice. Du bist voll korrekt. Ne, Leute, macht einen Daumen nach oben für Sebastian. Und schreibt es in die Kommentare bitte, ja? Nicht vergessen. Wer dabei sein will, beim nächsten Interview, bitte melden. Paloma an Action hat euch lieb. Danke für das Interview, Sebastian. Und ich hoffe auf bald. Ja. Dankeschön. Gern geschehen. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Schreibt es bitte in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ob ich Fragen vergessen habe oder so. Und wen ich als nächstes besuchen soll. Tschüss. Ich hab euch lieb. Sebastian hat euch auch lieb. Ja, ganz, ganz toll. Tschüss. Tschüss.